Völler, es ist ja schön, dass Sie heute Abend hier sind. Was sagen Sie denn zu diesem wahnsinnig schlechten Spiel, was Ihre Mannschaft da geliefert hat? Also mein Herz hat geblutet. Ich bin außer mir, meine Familie habe ich auch schon angerufen, es ist alles scheiße, ich fühle mich scheiße. Dieses Spiel war einfach schlecht, ich habe keine Worte mehr. Sie wissen doch, was ich meine. Ich habe mich schon tausendmal ausgesagt. Ja, es regt mich auf, dieses Scheißspiel, diese Scheißsoße, die der spielt. Könnt ihr nicht ein individuelles, ein fantasievolles, ein kreatives Spiel? Ich trainiere. Ich gebe meine Kraft. Ich gebe mein Herz. Ich gebe mein Blut. Und die spielen so eine Wer denn genau von denen? Wen meinst du? Ach, alle doch. Alle doch. Jetzt gucken Sie sich doch an, der ganze Scheißhaufen. Ja? Ich habe überhaupt keine Worte mehr dafür, für diesen Scheißhaufen. Und Ihre Frau konnte da auch nichts dran ändern? Ach, Frau hin oder her, hier rechts und links eine Frau. Und das ist doch alles Scheiße, ist doch alles Mist. Ich kann mich doch bewegen, ich kann doch sagen, was ich will. Ich kann doch lachen, was ich will. Ich kann doch essen, was ich will. Ich kann doch scheißen, was ich will. Ich kann doch ficken, wen ich will. Das ist doch alles Scheiße hier. Das regt mich auf. Ja gut, und was war mit dem Nachspiel? Was für ein Nachspiel? Was für ein Nachspiel? Von welchem Nachspiel reden Sie? Entschuldigung, haben Sie ein Nachspiel gesehen? Ich habe kein Nachspiel gesehen. Also, wenn Sie ein Nachspiel gesehen haben, ja, dann weiß ich nicht, was Nachspiel heißt. Ja, Nachspiel heißt Nachspiel, ist mir doch scheißegal, dieses Nachspiel. Sie mal mit Ihrem scheiß Nachspiel. Ja, ja. Ach, Sie haben überhaupt keine Ahnung von Nachspiel. Ich weiß, wo in Italien und in Frankreich Nachspiel gespielt wird, aber hier in Deutschland, Entschuldigung, in Deutschland Nachspiel, da gibt's Vorspiel, ja, aber kein Nachspiel. Nachspiel, Nachspeise vielleicht, Wackelpudding oder was. Also mein Herz, ja, ich weiß es auch nicht mehr, ich habe auch keine Lust mehr. Ich krieg doch bald eine Herzattacke.